Let's go. Hoppala. I'm ready. Ja. Simon, ja. Du kommst aber schon drüber, oder? Ja, ich komm da hoch. Nachdem ich erstmal gebadet habe. Weil Wackler sind echt kacke. Ich treffe die nicht, nie im Leben. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich habe eineinhalb Schuss, alle eineinhalb Schuss. Nee, alle eineinhalb Sekunden ein Schuss. So, Mann, das stürzt sich. Die Soaker kommen dem Kern schon näher. Ja, die Rhinos auch. Ja, die Rhinos zerplatzen ja gleich. Oh, das gibt's nicht, ich hab den. Oh, deswegen hasse ich die. Ist noch einer. Das ist nie auf. Warum läuft er so weit außen rum? Keine Ahnung, vielleicht will er nächste Runde drehen. Jo. 400 Leben verloren bis jetzt. Könnte noch gut aussehen. Geht doch eigentlich, eben. Stell dich vor, wir hätten jetzt einen stabilen Kern. Ja, ja. Dann wären wir wieder voll. Zehn Punkte noch für die, genau. Okay. Ja, das schaut schon mal gut aus. So, noch zwei Türme hier bauen können. Ich hab Kairos, ich hab Arm, ich hab Gatling, ich hab zwei Kanonen, ich hab genug. Neun Fokus? Könnt ihr theoretisch noch einen zweiten Fokus setzen, ja. So. Ich analysiere mal ein bisschen. Ein zweiter Blitzturm wäre vielleicht geil. Der hat am meisten Schaden gemacht, glaube ich, mit. Ist gut. 206. Dann brauche ich Punkte. Und der Fokus hat 263k gemacht, letzte Welle. Fokus, ja, hat mir Schaden gemacht. Mache ich, glaube ich, mal so einen Kanonen weg. Und dann kann da noch ein Fokus oder ein Blitzturm oder so. Ja, Blitzturm hätte ich jetzt hier reingepackt. Ja. Ich verstehe. Ja, warum nicht? Die kann man nicht wegnehmen müssen. Aber ich brauche Punkte, wie gesagt. So. Ansonsten, wir haben ja noch genug Plätze. Dann können wir auch noch einen Fokus setzen, oder? Ja, ich habe da hinten eine Kanone abgebaut. Ich brauche halt nur die Punkte auch. Achso, ich komme mal kurz zu dir. Hi. Und ich sehe euch im Wirrwarr von Renentürmen und Funkels gar nicht mehr. Okay. Kannst du halt noch upgraden? Ja, mach ich gleich. Warte, ich schau kurz die Türme durch. Klar. Der Raketenturm, der war echt nicht gut. 76k, die Hälfte von einer Gatling oder so. Dann nehme ich ihn wieder weg. Ja, nee. Doch, schon, hat es schon geschehen. Dann setzen wir da hin. Wir könnten theoretisch auch was anderes dafür hinsetzen, aber okay.
Setz dich wieder dahin. Er ist besser als die Gauss. Die Gauss habe ich gar nicht mehr dabei. Also hätten wir dort noch einen Fokus setzen können, aber okay. Ja, nö. Nur Fokus ist auch ein bisschen was OP. Ein bisschen öde, würde ich sagen. Aber hilfreich. Was man könnte, wäre die Foki mal sinnvoll taktisch einstellen. Der nächste, niedrigste Gesundheit, meiste Gesundheit, kleinster Winkel. Der nächste ist eigentlich am ehesten das, was er machen könnte, um... Ich denke eher höchste Gesundheit. Nee. Jam, da wechselt wenn, er so. Eben, wenn die alle ähnliche Gesundheit haben, dann hüpft er immer hin und her. Den nächsten ist, glaube ich, gut dafür. Dann ist richtig verstanden. Dann nimmt er sich so lange, dann nimmt er sich den so lange, wie er rankommt. Glaube ich. Komisch übersetzt. So, wer geht auf was? Ich glaube fast erstmal die Springer platt machen und dann. Ja. Schau ich mal, wir müssen ja relativ viel Schaden drücken hier, also. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob das hier passt. Ob sie dann über Dreiecken gehen müssen. Jo. Wobei die ja sowieso da direkt rausspringen werden wahrscheinlich. Mal schauen. Ne, die hüpfen hier raus. Die gehen den anderen Weg. Aber die Foki machen die ziemlich gut kalt. So, das hatten wir ja auf dem letzten Match schon bemerkt. Zombies, ganz viele. Warum steht dein Begleiter am Kern? Der defensiv eingeschaltet ist. Ja. Nicht gut. Ja, aber alles hängt aber überall rum und wird direkt umgebracht. Ach komm. Eie, die Zombies wieder. Und jedes Mal aufs Neue. Deswegen schubse ich die ganze Zeit rum. Hä? Weil Corby mich trifft mit.
Ja, das haben Raketenexplosionen so an sich, ne? Ne. Doch. Schaden am Kern immer noch überschaubar. Jo. Ja, ich glaube, die Runde hat kein einziger getroffen, wa? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe wieder den Bug mit der Waffe, die im Sichtfeld hängt. Was bei der Rocket ein bisschen... Ja. Ihr braucht mich ja diese Runde nicht, ne? Also diese Halbrunde, diese Zwischenrunde. Ich glaube, du musst nur kurz Enter und dann wieder zurück. Dann geht's wieder. Ah, nice. So, letzter Turm. Fokus. Gerne. Schau doch mal durch, was am meisten Schaden gemacht hat. Ja, ich tippe auf den Fokus. 177 und 264. 264. Die machen eigentlich immer 264 Schaden, ne? Wo ist... Haben wir noch einen Fokus nicht stehen? Ne. 177, 244. Ich platziere noch einen Fokus. Also ich habe den Bug, dass ein Fokus weiter lasert. Auf niedrigste Energie zwar, aber er lasert noch. Warum? Weiß ich nicht. Also zielt jedenfalls auf den Turm hier. Bei mir, also ich sehe nichts. Ich habe noch einen Fokus hingestellt, ne? Kann auch hier, kann auch hier upgraden. Okay. Ja, mach gleich. Schau, was. Dann können wir endlich anfangen, die Amp aufzupumpen. Endlich! Ja. Also, diese Runde war der Raketenturm echt gut. Jo. Mal sehen. Ah, ja. Aber hier vorne eben noch der Turm, ne? Ja, ich glaube in der Runde ist echt Fokus mit am besten. Mhm. Und Blitzturm und so. Und jetzt kannst du nämlich die Amp, ne? Ah fuck, ich hab's overcharged. Komm mal her. Bauen wir nochmal. Ich finde es faszinierend, wie so einfach nicht mehr steigt, ne? Das war jetzt in der ersten Runde mal ganz kurz ganz viel und jetzt, obwohl es weiterläuft, gar nichts. Ah. Oh. Und jetzt die Amp, bitte. Yes. Pool seltsam. Wie viele Minen liegen hier eigentlich rum? Obwohl, wir könnten vielleicht 6 Stück sein. Ein paar, okay. Wir könnten noch. Ich schau bloß kurz. Naja. Okay, Firelight und zu Overcharge macht keinen Sinn. Jo, eben. Alter Schwede. Der Raketenturm trifft fast bis zum Kern. Mhm. So, dann wieder Hüpfer. Ach, haben wir welche? Ja, ja, dann mach mal Hüpfer. Gut. Good to go. Die hier kommt extra Pfade. Na, Zombies. Ah, das sind die Spuckermaterialchen, okay. Jo. Schöne Laserbarrikade hier, die wir aufbauen. Ja, schaut episch aus, ne? Mhm.
immer am Anfang dieses Bereichs wirklich mit meinem Synergieschuss alle Gegner treffen. Hüpfer. Ich muss Gegner debuffen. Noch einer. Ach komm, bin ich in Säure gelb. Ja. Oh. Sollte man nicht tun, ist wohl da. Aber ja, mir gefällt das Meta. Hm. Stell mal so auf YouTube. Ja, das auf jeden Fall. Einen haben wir noch. Alter, ist nicht eher die Meta als das Meta? Ich glaube, es gibt beide. Naja. Das Meta, die Meta. Markus? Yes. Bleib mal stehen. Danke. Der Fokus, der lasert bei mir immer noch weiter. Ja, das tut er aber nicht. Frechtags der. Mhm. Lasert einfach rum, ey. Geh mal gar nicht. Amber 50% extra. Das ist schön. Ach, Zeitlimit. Ja, eben. Nicht gewusst. Gott merkt. Nur weil du noch alle Punkte hast, Markus. Ah ja. Und die können entscheidend sein. Ich meine, die Runde ist schon recht hart, ne? Ja, wir haben Stäbe und 32 Zombies. Na Quatsch. Alter Schwede. Das ist ein Schiff für die Zahlen. So wie es sein muss. Ach komm. Scheiße. Ach komm. Boah. Fünf Schwebe auf einmal. Ja, die mich alle gleichzeitig ins Nevada schießen. Ja, und mich auch. Die sagen so wenig wegen der Kämpfe, ne? Ich dachte laut genug. Ja, bei euch vielleicht, aber ihr habt mich ja das lange gehalten, das mal leider zu stellen. Und so. Ja, ein Stück weit. Nicht endlos. Er ist auch nicht endlos. Ist trotzdem so leise, dass man mal Gesprächsbedarf hat.
Also einer fast beim Kehren hilft manchmal. Weil ich bin tot. Ja. Scheiße. Ja, du hast. Du weigerst dich auch wirklich, einen Phönix anzunehmen, ne? Ja, aber das ist Verschwendung von dem Punkt ist. Kann man tausendmal besser einsetzen. Ja, ich nicht. So auf wie ich sterbe, lohnt sich der wirklich. Ja, du bist ja auch Nahkämpfer, das ist ein bisschen was anders. Puff. Dann werde ich auch dauernd zur Seite geschubst. Die treffe ich oder so. Oh, einer noch. Ja gut, das ist halt der Nachteil an Raketen, ne? Da. Karten lesen. Okay. Cool, ne? Kern auf 3,6. Der Kern hat immer noch keinen Schaden gekriegt. Nö. Also jetzt stellt euch mal vor, mit dem guten Kern. Wir werden immer noch auf vollem Leben. Was so keinen Unterschied gemacht hätte. Doch hätte es. Nee. Doch. Ich würde mich besser fühlen. Nein, doch. Ja.